Nach 2 Minuten zeigt er seinen zukünftigen Mannschaftskollegen gleich, was er drauf hatte. Das ist zwar Juri Mulder, aber der Freistoß, hier sehen wir es noch einmal mit der Nummer 11, der Eckes. Und wenn er getroffen hätte, 2 Minuten im neuen Dress, ich glaube, das wäre Bundesliga-Rekord geworden. Danach war aber erstmal Schluss mit der Herrlichkeit der Schalker. Es spielte nur noch eine Mannschaft hier auf dem Betzenberg und das waren die Lautere Hackentrick Kunz. Das war der zweite im Spiel, da hat er es versucht mit dem Axel Roos zusammen, geklappt hat es nicht. Aber Kunz, immer wieder suchten sie ihn vorne in der Angriffsspitze. Dort spielte er zusammen mit Marin. Uwe Fuchs musste auf der Bank Platz nehmen. Und dann Michael Lusch und Lehmann im Tor der Schalker verhindert den Führungstreffer. Schalke beschränkte sich auf eines, nämlich aufs Kontern. An der Brücke, Herzog, Brehme klärt. Der war hinten und gab auch noch Impulse nach vorne. Nochmal an der Brücke. Ehrmann, Scher. Und nochmal Ehrmann. Tja, fast hätte es gereicht an alter Wirkungsstätte für den Uwe Scher, seinen ehemaligen Teamkollegen Gary Ehrmann zu überlisten. Hier sehen wir es nochmal. Ehrmann zum ersten und Ehrmann mit dem Fuß zum zweiten. Schalke, wie gesagt, beschränkte sich aufs Kontern. Lautern machte das Spiel. Brehme, hier war er mal vorne mit dabei. Einer der auffälligsten bei den Lauterern in der ersten Halbzeit. Und hier ist er schon wieder mit hinten. An der Brücke. Zögert zu lange. Funkel kann klären. So langsam befreiten sich die Schalker zwischendrin immer mal vom Druck der Lauterer. Da konnte Helmut Schulte dann tief durchatmen. Aber dann war wieder Lauternzeit angesagt. Axel Roos geht durch. Sie Dritter. Rücklage, das lernt man schon in der F-Jugend, bringt keine Torerfolge, sondern meistens rutscht der Ball dann über die Kiste. Weiter die Lauterer. Kunz, plötzlich hat er freie Bahn und Lehmann. Da sehen wir noch einmal in der Wiederholung, dass mit der 5 Marc Schierenberg ehrfurchtsvoll Platz macht. Plötzlich der Stefan Kunz völlig frei und Lehmann mit den Fingerspitzen. Lange Gesichter zur Halbzeit auf dem Betzenberg, 0:0 der Spielstand und das, obwohl die Lauterer drückend überlegen waren. Und so ging es auch in der zweiten Halbzeit gleich weiter. Lautern machte Druck, Schalke stand hinten drin. Roos und wieder Lehmann mit den Fingerspitzen. Friedel Rausch, was sollte er machen? Er kann den Dinger schließlich nicht selber reinschießen. Brehme, der sich jetzt in der zweiten Halbzeit doch etwas merklich zurückhielt. Markus Marin und Kunz. In dieser Szene Schalkes bester Abwehrspieler. Ja, hätte den Ball durchgelassen, hinter ihm stand Wagner völlig frei, aber hätte, wenn und aber. Wieder Markus Marin. Es war ein Anrennen gegen das Schalker Tor. Wann der erste Treffer fallen würde, Sie kennen das, das berühmte, nur noch eine Frage der Zeit. Und Marin, Latte. Noch einmal sehen wir es in der Wiederholung an das Lattenkreuz. Da wäre der gute Lehmann nicht mehr rangekommen. Dann musste Marin raus. Für ihn kam Fuchs. Das war nach 64 Minuten und kurz darauf wechselte Rausch noch einmal. Er brachte Zeyer für Goldbeck. Und hier haben sie Zeyer schon am Ball. Schalke in der eigenen Hälfte geradezu eingeschnürt. Aber das muss man sagen, sie standen da gut. Funkel. Nein, nein, es sollte nicht sein. 71 Minuten bis dahin gespielt. Und die Schalker? Sie konterten. Wie hier mit Mulder. Büskens an der Brücke. Das war nach 72 Minuten die wirklich erste Torchance für die Schalker in der zweiten Halbzeit. Dann wieder die Lauterer. Fuchs. Kunz und dazwischen, na wer wohl richtig, Jens Lehmann. So langsam wurde es eng. Es ging immer mehr auf die 90. zu. Lusch und Lehmann. 82 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Immer noch Kick auf ein Tor, aber dann die Schalker. 83 Minuten gespielt. Scher. Mulder mit der Hacke. Das wäre es fast gewesen, aber eben nur fast. Es blieb beim 0:0, dass sich die Schalker hier tapfer erkämpften. Aber die Lauterer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, aus so vielen Chancen kein Tor zu machen. Da darf man sich nicht wundern, wenn man einen Punkt abgibt. Freude bei den Schalker-Fans.
und Männer unter sich, nämlich Klaus Feldmann mit Jens Lehmann. Fühlen Sie sich heute auch so ein bisschen als der Held vom Betze? Nein. Wir haben insgesamt endlich mal gut gespielt und haben uns vorgenommen, möglichst lang zu Null zu spielen. Das haben wir geschafft, also der Held vom Betze. Dafür habe ich auch schon mal einen Fehler gemacht, den andere ausgebügelt haben. Tun die Finger noch ein bisschen weh von den Schüssen von Andi Brehme? Da brauchte ich gar keinen zu halten. Der hat, glaube ich, gar nicht das Tor getroffen. Erster Auswärtspunkt. Man kann nicht zufrieden sein. Und ist egal, ob man gut oder schlecht gespielt hat. Ihnen ist es ja so ähnlich gegangen wie Lothar Matthäus bei seinem Comeback. Da gab es auch erst zunächst nur ein 1:1 gegen Wattenscheid. Wie ist denn das mit der neuen Position, Andi? Libero, wollen Sie da weiterspielen? Ich meine, wir haben einen Weltklasse-Libero mit Miroslav Katlec. Und ich glaube schon, dass er, wenn er zurückkommt am Samstag, dass er die Position ausfüllen wird. Welches wird dann Ihre neue Position sein? Das entscheidet der Trainer, aber ich glaube, dass das zentrale Mittelfeld liegt hinter Ciri Sforza. Also da ein bisschen so den Staubsauger vor der Abwehr zu spielen? Ja, das glaube ich schon. Heute war ja nun kein Fritz-Walter-Wetter. Braucht ihr wirklich den Regen auf dem Betzenberg? Na, das glaube ich nicht, weil davor hat die Mannschaft gezeigt, dass sie auch bei einer Gluthitze Fußball spielen kann. Sie hat leider ein bisschen Pech in den vorigen Spielen gehabt, ob zu Hause oder auswärts. Normal hätte die Mannschaft auch 11-1 Punkte haben können, aber leider hat es dazu nicht gereicht. Andreas, Thema Rudi Völler. Sie können das sicherlich am besten nachvollziehen. Was würden Sie ihm denn jetzt empfehlen? Ja, er soll sofort zum FCK kommen. Und Sie hätte einen guten Verein. Und das wäre auch zu finanzieren? Das weiß ich nicht. Da müssen Sie unseren Schatzmeister fragen und unseren Manager. Gibt es denn Kontakt zwischen Rudi Völler und Andreas Brehme? Sucht er da die Erfahrung vielleicht? Also wir haben immer Kontakt, aber wir haben uns bis jetzt über den FCK darüber noch nicht unterhalten. Andreas Brehme, herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Tschüss nach Kaiserslautern. Servus.